Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Stardew Valley mit dem Sascha. What's up? Hi. Was geht? Oh, ja. Same procedure as always, ne? Ja, erstmal die Grapes hier looten. Aber unsere Pflanzen sind immer noch nicht gewachsen, gell? Ja, dann hat sich da wohl jemand verrechnet. Das glaube ich aber nicht. Scroll. Oh mein Gott, Haley schreibt mir einen Brief. I thought it would be fun to write you a note. I had so much fun with the cows yesterday. I'm starting to understand why you choose the farmer's life. Hope to see you soon. Haley. Ah, das ist so cute, ey. Voll die Love Story eigentlich, hä? Hey. Oh, hast du die Hühnchen? Junge, ich bin hier nicht für Tiere zuständig, ne? Gott sei Dank sind die gut gelaufen. Ah, nein, nein, nein! Oh. Ah, ja, ja. Was sagst du denn jetzt so? Und wo war jetzt dieser komische Brutkasten? Ich glaube links neben dem Heuding, oder? Ich denke eher das hier ist das da, wo das Ding davor steht. Digga, was ist das denn hier? Was ist los? Ne, das ist Holz. Riesiger Pilz ist hier gewachsen. Pilzbaum. Wo? Direkt hier auf unserer Farm. Warte, will ich sehen. Ich bin gerade noch. Ich setz gerade noch das Heu, dann komme ich rüber. Musst du vor die Tür kommen. Ja, ja, bin da. Ja. Das wird, lol. Fällig mal, wa? Ja, mach platt, Junge. Habe ich schon gefarmt, die Pilze gerade. Ja. Das ist ein Specht. Und der Baum ist ein bisschen reingebackt in die. Da ist ein ganzer Red Mushroom rausgekommen bei mir. Krass. Okay, also. Absolut nicht worth. Die sind. Nice. Warte mal, wo ist denn das der Karren sonst gewesen? In den Süden und dann links direkt. Ja, scheiße, dann ist er nicht mehr da. Fuck. Das ist halt dann dumm gelaufen. Und alles nur wegen. Als ob du der Kackente nicht einen Tag warten konntest. Ah, Mann. Die Ente war wichtig. Ja, wofür denn? Jetzt haben wir für 3 Wochen Küken oder so. Ja, aber dafür können wir dann bald das Autismenband abgeben. Alles klar, wir dürfen halt echt nicht in die Stadt rein. Echt nicht? Nee. Aber ich wollte zu Haley. Ist Samstag, da kannst du ihr kein Geschenk mehr geben. Ja, warum kann ich ihr da kein Geschenk mehr geben? Ja, weil du ihr doch diese Woche bestimmt schon 2 gegeben hast. Ja, habe ich auch, aber die hat mir einen Brief geschrieben, ich wollte mich bedanken. Ja, da kannst du nachher auf dem Festival mit ihr reden. Aber weißt du, was ich mich jetzt frage? Wenn sie jetzt mein Girlfriend ist, ob sie dann mit mir im Frühling tanzen würde auf diesem Tanzfest? Stimmt. Wie viele Herzen hast du eigentlich bei Lea? 5. Ja, das heißt also, dass du auch dann bald so weit bist. Ja, ich weiß nicht, wie lange du brauchst für Lea. Oder wie lange. Ja, ich habe halt immer noch nicht rausgefunden, was ihr Favorite-Ding so ist. Ja, da hatte ich halt Glück, dass ich da die Ding hatte. Die Sonnenblume. Ja. Aber ich würde mal behaupten, ich muss irgendwie einen Salat oder sowas für sie kochen. Ich glaube, darauf wird sie abfahren. Ja, die ist ja eh so eine Öko-Tante. Auf Essen weißt du ja, dass sie eh abfährt, aber das ist halt das Schwierige, auf was für Essen. Ja. Ja, wir haben einfach so viel Stuff nur, hey, das ist der Wahnsinn. Ich geh mal nochmal in den Slime Forest. Du könntest auch in die Ding gehen. In die Mine gehen, wenn du Bock hättest. Da werde ich. Also nicht fragen, in. Ob ich dahin darf. Nicht in die Dingmine, sondern. Ja, du kannst auch oben rumlaufen. Gehört das nicht zur Stadt? Nee. Denke ich nicht. Ja, dann mache ich das doch mal ein bisschen. Weil, wenn wir halt den Slime hätten, könnten wir Öl herstellen. Und Öl ist, denke ich mal. Eine gute Sache, oder? Ja, vermutlich.
Frage, auf welcher Ebene gehe ich da rein? Ich würde so Ebene 10 oder sowas sagen halt. Oder vielleicht 15. So, dass du halt... Ja, ich weiß nicht. Aber wann gab es denn diese komischen, nervigen Viecher, diese Flugviecher? Keine Ahnung. Ich habe einen Mushroom gefunden. Aber weißt du was? I have to go deeper. Bitte was? I have to go deeper. Du gehst in die andere Mine? Nein, das nicht, aber trotzdem tiefer in unsere Mine. Damit wir auch da noch ein bisschen Gold rausholen und so einen ganzen Kram. Die für Slimes sind ja trotzdem noch da unterwegs. Achso, na gut. Ebene 95. Ah, warte mal, stimmt ja, aber das war ja auch die Drecksviecher mit dabei. Diese Geister und sowas, gell? Ah, die, ja. Die blauen Slimes halten halt trotzdem echt viel aus, muss ich sagen. Ich meine, ich hau da mit unserem besten Schwert da einfach 3-4 Mal drauf und die sind immer noch nicht tot. Zeit schon nochmal. Alter, wenn du jetzt in der Mine auch stirbst. Also ich frage mich halt, was kann man machen, damit man nicht so schnell sterben wird? Vermutlich blocken. Ich habe Amethyst gerade gekriegt. Ja, aber ich meine jetzt einfach, ob wir da, weil du kannst dir ja keine Rüstung anlegen oder sowas. Es gibt bestimmt noch bessere Schuhe, die eine bessere Defense haben. Ja, das denke ich auch. Und es wird auch wahrscheinlich auch noch Ringe geben, die wir ja bis jetzt noch gar nicht ausgerüstet haben. Richtig. Ja, da müssten wir halt eigentlich auch mal danach gucken, dass wir die Ringe halt basteln oder sowas. Oder vielleicht auch welche kaufen beim Ding. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich Ringe kaufen will. Falls das wäre halt auch irgendwo Verschwendung. Oh komm, als ob du mich da triffst. Oh Leute, den kann ich da nicht treffen. Ja, okay. Also ich habe jetzt auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Holz auch gleich mitgenommen, wenn ich hier eh schon war. Aber doch, gefühlt machen die Viecher nach einer Zeit mehr Damage als sonst. Gell, das habe ich aber auch schon gedacht, weil die Slimes halt auch schon übel abgehen. Und die Fledermäuse. Oh. Ich frage mich auch immer noch, wo Major Lewis' Korb ist. Ich meine, wir haben nur noch... Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass der auch erst in dem Bereich ist, den wir noch freischalten. Eventuell. Das habe ich mir halt auch gedacht, aber... Ich meine, der Forest ist jetzt nicht so groß. Have you been to that strange tower west of my house? Ja, war ich schon. Da wohnt der Wizard. Oh mein Gott, nicht dein Ernst. Was ist los? Ich wurde erwischt. Dein Ja, mein fucking Ernst. Okay, aber diesmal... Tschüss, Geld. Nee, diesmal ist nicht so schlimm. Ich bin oben in der Mine gespawnt. Okay, es ist schlimmer. Warum, was war? Diesmal habe ich 1407 Items verloren. Alter. Eieieiei. Ups. Was hast du verloren an Items? Ich hoffe, es war nichts Wichtiges dabei. Nö, nicht wirklich ein paar Essenzen oder sowas, was ich hier halt gefunden hatte. Okay, ich muss auf jeden Fall vorsichtiger werden beim Kämpfen. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Ich habe da zu sehr eine Zero-Fuck-Haltung dran. Ja, 1000 Gold sind halt schon eine Menge, muss man sagen. Das ist absolut korrekt. Das ist ein Pufferfisch, den du da uns jetzt gerade gewastet hast. Ja. So, dann gehe ich mich nochmal ein bisschen entspannen, bevor das Fest gleich losgeht. Ich habe jetzt 27 Slime, ich bräuchte 50. Hast du Slime noch mitgenommen? Zwei.
Mir wurden auch welche entwendet, dadurch, dass ich da K.O. gegangen bin. Fuck. Komm, stell ich halt mal hier das Ding noch auf. Braucht einen Inventar-Slot. Komische Obsidian-Vase, die ich da noch im Inventory habe. Ich glaube, da können wir auch langsam los Richtung Stadt, war. Anderthalb Minuten. Ja, es ist 8. Ich dachte, um 10 geht's los. Ja, halb 9. Es ist anderthalb Minuten halt. Come back later. Ach ja. Ich guck mal noch kurz in den Fernseher rein, ob ich vielleicht noch ein neues Rezept lernen kann. Nee, da war heute eine Fortune Teller. Ah ja, stimmt, das ist jetzt auch gerade. Achso, also ich bin mal drüben und du? Ja, ich warte an der Nordseite, um reinzugehen. Gut. Der Emo geht gerade nach Hause. 50, wer geht heim? Der Emo. Der Gottjunge. Alter, der geht wahrscheinlich erst wieder um 12 auf das Fest, um die... So, los, rein da. Ja, lol. Was? But Auntie Mary, I wanna go in the maze, I'm not scared. Hi Squall, have you had a productive fall? Yeah. Hey Haley! Eek, I'm too scared. Ah, stell dich nicht an. Leute, was sind das für Viecher? Ja, eben. Ich kann mit denen reden. Ja, ich auch, aber ich komme nicht ran. I have no idea how these skeletons are walking. Creepy. Was sagt denn der Typ hier? Don't get too close to the cage. Als ob das... Sind das Gegner? Oh, das sind halt rein theoretisch Skelette, die wir da unten in der Mine auch schon gefunden hatten. I get scared very easily. I'll leave the hound maze. Oh Leute, es gibt hier einen Maze? One of my iridium infused mazes would make quick work of these things. Okay, Clint. Wir können hier nach Norden gehen. Da ist das Maze. Oh, wow. Warte mal, was sind denn? Mir die weh? Nö. Das ist ein Fernseher auf in The Ring oder was? Bitte was? Das ist ein Fernseher, flackernder Fernseher, einer auf The Ring. Oh, Leute, wir kommen hier auf den Friedhof. I can't go on spiders. Oh, da ist eine Truhe. Lol, wo? Hier links von mir. Und was ist da drin? Ja, weiß ich doch nicht, komme ich nicht ran. Hier ist ein... Warum darf ich nicht in das Haus rein da? Ich will ins Haus. Ich habe einen Sneaky Way gefunden, Sascha. Kommst du mal hier hoch, bitte? Ja, on my way. Chill. Bist du? Da bist du. Wie bist du da hingekommen? Durch die Spinnweben? Warte, wo bist du da? Ja, genau, da hoch. Ah, ja, hier. Weil, guck mal, da ist ein Eingang. War das schon vorher offen? Ja, nee, und guck mal, da rechts ist nämlich der Ausgang. Da rum. Da kommen wir zu der Truhe hin. Guck mal, weil wenn du hier hochgehst, kannst du hier reingehen. Hin da. Ist aber nichts. Und weil hier kannst... Du rechts durchgehen. Oh, lol. Golden Pumpkin, Junge. Ja, Mann. Schade, hier gibt's keinen Geheimweg raus. Frage ist, was bringt mein Golden Pumpkin? It's valuable, but has no other purpose. Also ja, kann man nicht kaufen. Wahrscheinlich musst du da mit Dingen reden. Na gut, dann machen wir das doch gleich mal. Ja, war aber doch ein schönes Event, muss ich mal sagen. Gefällt mir. Echt cool aufgebaut.
Ja. Ich wäre noch gerne in die Hütte gegangen, aber kann man leider nicht. Kannst du nicht. Hast du mit der davor geredet? Ja, war nix. Okay. Oh, die Hände. Ich frage mich, wie sie die Hände gemacht haben. Sind halt echte Zombies und. Was kann man in dem Shop Ich wollte gerade sagen, kaufen? wollte ich auch gerade noch gucken. Jack-o'-Lantern, Recipe, Necrom. Gravestone, Rare Crow. God damn it. Was sagt denn unser Bürgermeister Ja, hierzu? der würde das Good Fissel evening, abschließen. Scroll. Have you ventured into the Haunted Maze? It's quite spooky. Ja. That strange man who lives in the tower set it all up himself. He wouldn't let anyone near while he was working on it. Lol, ich kann nicht mehr mit ihm reden. Ja, ich glaube, das war's dann tatsächlich. Ja, gehen wir einfach wieder, oder was? Jo, gehen wir wieder. Gut. Ja, ist aber ein schönes Event. Jo. Dann verticken wir den Nee, Golden ich würde ihn erstmal Pumpkin. noch behalten. Vielleicht können wir damit irgendwas anfangen. Packen wir doch einfach mal hier in die Kiste rein. Ah, gut. Ich weiß zwar nicht, was er bringt, aber vielleicht irgendwas. Und das dann nehmen wir auch noch mit. Judy. Haben wir viel Goldohr. Das ist nice. Dann gehen wir mal schlafen, hätte ich gesagt. Sonst fallen wir gleich tot um. Oh, ich muss auch irgendwann mal die Hauserweiterung kaufen, hey. Meine Bude ist zu klein, ich kann immer noch nicht das zweite Bild aufhängen und das eine hängt hinter meinem. Hinter. Oh, ich hab Combat. New Cooking Recipe. Roots Platter. Last day of fall. Oh. Endlich. Ich bin übel gehypt auf den Winter, wenn ich ehrlich bin, weil ich einfach wissen will, was man da machen muss. Ah, da. Merkst du was? Sie sind gewachsen. Ich habe mich nicht verrechnet. Und sind's Pumpkins? Ja, es sind Pumpkins. Boah. Warum haben die Kühe gestern nicht gefressen? Sind sie mürrisch? Nö. Ah, warte mal. Ah, nee. Dann gib mir aber gleich auch nochmal ein Pumpkin, dass ich die Quest auch abgeben kann. Ja, klar. Hä, aber die Hühner haben auch nichts gefressen. So, warte mal. Who the fuck is Who the Caroline? fuck is Alice? Was? Grünhaarige, okay. Guck mal hier, warte. Oh, gracias. Hätte ich mal gesagt, verkaufe. Brauchen wir noch goldene Kürbisse? Weiß ich Also goldene Kürbisse brauchten wir auf jeden Fall, aber wir haben schon fünf. Caroline, wo bist du? Sweet, sweet Caroline. Ja, eigentlich müssen wir die Felder jetzt auch nicht mehr gießen. Ne. Weil Morschen ist ja eh RIP. Das ist richtig. Wer war denn Caroline? War das die hier unten? Das kann ich dir halt auch nicht sagen. Ist es die von Pierre? Die Frau. It's locked. Schön. Ja, wir sind noch zu früh dran. Da ist niemand unterwegs. Von wem waren die? Oder ist es die von. Ist die Grünhaarige auf jeden Fall. Caroline. Sagt mir gar nichts. Da ist Pam gerade auf dem Weg zum Bus. Komm, so. Ne, das ist die Blauhaarige, das ist die Cloth-Olle. Ich hab sie hier oben. Aber ich kann nicht rein, weil. Die ist wirklich bei Pierre, aber dadurch, dass wir mit denen nicht befreundet sind, können wir halt nicht zu denen hin. So. Also natürlich Sadness. Verkauft ihr denn schon Winterseeds? Ein bisschen weird, ne? Och, warum? Ne, verkauft tatsächlich nur die normalen Sachen. Du kommst da nicht hin. Ist in Ordnung. Altar auf Joba. Da ist eine Kirche drin.
Nach dreiviertel Jahr merkt er das auch mal. Ja, sorry, das ist halt... Lol, Abigail ist eine Zockerin. Stimmt, ich habe noch gar nicht den großen Rucksack, ne? Hm. Wer bist du denn? Ach, du... Das sind die mit dem Rollstuhl. Au. Oh. Ja, ich habe am Anfang nur ein viereckiges Kästchen gesehen. Ein Volltrottel, ey. A train is passing. Oh. Was ist los? Ich habe zu lockere Finger, ey. Warum? Was hast du jetzt schon wieder gekauft? Apfelbaum. Echt jetzt? Ja, 4000? Ja. Meine Güte, ey. Ich habe einen zu lockeren Mittelfinger. Ach, soll ich dir mal meinen lockeren Mittelfinger zeigen, ey? Sorry. 4 fucking 1000, Alter. Wir wollen morgen Seeds kaufen, das ist dir bewusst, gell? Ja, easy. Aber den pflanze ich tatsächlich mal nicht an. Ich habe irgendwie Schiss, dass der über Winter kaputt gehen könnte. Aber wir wollen ja sowieso noch einen Apfelbaum anbauen. Okay, ich bin jetzt hier gerade beim Zug, aber ich kann nichts mit dem anfangen. Ja, normalerweise sollte er Dinge droppen, wenn er vorbeifährt. Der droppt aber nichts. Ja. Shit happens. Muss meine Finger weg von der rechten Maustaste nehmen, ey. Weil, die drück ich viel zu häufig. Nimm deine Finger weg von deiner Maus, das hilft auch schon. Hier oben steht Linus. Hey Linus, what's up? I don't like to stay in a place for too long. Okay. Das hatten wir schon. Oh Mann, hey. Jetzt bin ich hier voll unsinnig hochgerannt. Wegen nichts. Ja, da also, war's leer. Hi. Also, dass wir mal hier den Train gesehen haben. Leute, ich kann ja Haley wieder was schenken, gell? Aber ich habe jetzt gar nichts dabei. Egal. Ja. Hier kann auch noch einen Tag warten, aber reden können wir auf jeden Fall mit ihm. So, kann die Gute jetzt mal hier für ihren Kürbis rauskommen? Hey, Haley. I've never been to the forest, you know. It might be interesting to explore it someday. Ah ja, da kommt sie doch gerade. Ich zeige ihr erstmal mein krasses Schwert. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Er ist gerade aus dem Haus rausgekommen. Also aus ihrer Bude. Oh, the pumpkin. It's a good one. Abigail, wo bist du denn? So happy. Ja, noch in Piers Haus, Mensch. Achso, ich dachte, die ist halt aus dem Haus rausgekommen. Ah, da läuft sie gerade. Siehst du, da habe ich schon 500 Gold wieder reingeholt. Oh, Pumpkin. Ja, gut. Danke. Ich hab einen Zug mit lockeren Fingern, um Gewinn zu machen. Ja, denn, ey, wenn dieser Apfelbaum nicht mindestens 4000 Gold wert ist, ey, dann setzt Shell, ne? Riot. Was macht eigentlich der Arzt hier? Hey, Arzt. I'm struggling to make ends meet. I don't have enough patience. Okay. Ja, ich hätte dir dann mal gesagt, den letzten Tag werden wir erstmal noch ein bisschen am Strand genießen. Und dann besuchen wir nachher nochmal Haley. Also es wäre halt jetzt sick, wenn ich jetzt einen Pufferfisch angeln würde. Das war ruhig. Aber ich glaube nicht dran, dass du ihn daher kriegst. Ja, das kann gut sein. Hit. Nice. Dann hätten wir, glaube ich, auch noch das andere Folge. Was bist du? Oh, eine Sea Cucumber, Alter. Eine Seegurke. Ich wüsste halt echt gerne, wann das Night Fishing ist. Oder was das Night Fishing ausmacht. Du meinst wegen... Dem Aal. Ich will den Dem Aal. Aal. Okay. Eine Sardine. Ole. Oh Gott, da habe ich mich gerade am Kopf gekratzt und es ist direkt einfach getriggert gewesen, das Ding. Es war bestimmt der Kugelfisch und ich habe ihn gemisst. Nein! Oh, so ein Plus mit Perfect Catch, Alter.
Ich habe wieder ein Geschenk gekriegt. Oder eine Kiste. Oh wow, zwei Steine. Mm. Zwei Steine sind halt schon nice. Ey, Sascha, ich glaube, wir müssen mal den Fischertypen hier verprügeln. So. Der angelt in unserer Reuse drin. Da klappert so ein Fisch hier raus. Ich sehe es ganz genau. Da habe ich, glaube ich, schon seit einem halben Jahr kein Bait mehr reingepackt. Ich muss auch mal wieder in meine Angelrute ein Bait Neues reinpacken, ja. Anchovies angel ich hier, hey. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Wer bist du? Achso, du warst dieser. I have to remember to water my plants today and not with seawater this time. Das ist natürlich ein smarter Boy, hey. Schauen wir doch einfach mal noch, was Haley macht. Haley, hallo. Okay, ich kann nicht mit ihr reden. Koop. Ich darf immer noch nicht in ihren... In ihr geheimes Zimmerchen da hinten. Shit. So, mach ich bei den Kühen schon mal zu hier. Ja, mach das mal. Weißt du, was ich mich frag, ob... Ich hab gerade gedacht, das ist der Korb, aber es ist nicht der Korb, oder? Lass es jetzt nicht der Korb sein. Lass es nicht der Korb sein. Was hast du denn für ein Problem? Lass es nicht der Korb sein. Wenn er wohl den Korb... Okay. Lass es nicht der Korb sein. Der Korb, oder? Ach, keine Ahnung. Brauchen wir noch eine Seeker-Kombo? Weiß ich nicht. So, jetzt lass Feierabend für heute machen. Ja, liebe Leute. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Morgen ist der Start des Winters in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein. Schlaft gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Good job.